Ein schönes Wort schenkt uns der heilige Ambrosius zu diesen drei Gleichnissen. Er sagt, Lukas stellt drei Gleichnisse hintereinander. Das verlorene Schaf, das wiedergefunden wurde, die verlorene Drachme, die wiedergefunden wurde, der Sohn, der tot war und wieder zum Leben zurückgekehrt ist. So werden wir durch ein dreifaches Heilmittel aufgerufen, unsere Sünden zu heilen. Christus trägt dich als Hirt mit seinem Leib. Die Kirche sucht dich als Mutter. Gott nimmt dich auf als Vater. Dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, ist wirklich eine schöne Klammer, so etwas wie eine Zusammenfassung, weil es gar nicht so oft vorkommt, dass wir alle drei Gleichnisse, die zusammengehören, auch gemeinsam wirklich verfolgen können. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn hören wir in der Vorbereitung auf Ostern an einem der Fastensonntage. Natürlich ist ein solches Wort nicht erschöpfend, wie auch eine Predigt zu diesen Gleichnissen nie erschöpfend sein kann. Und wir hören, gerade Papst Franziskus legt darauf großen Wert, dass wir das Verlorene suchen und dass nicht die, die zurückbleiben, selbst zufrieden werden. Sich darauf ausruhen, dass sie ja eben zurückbleiben. Also, wenn er uns nach draußen schickt und sagt, wir müssen an die Ränder gehen, wir müssen uns die Finger schmutzig machen, natürlich kommt dieser Impuls zutiefst aus dem Evangelium heraus. Aber ich denke, dass es Voraussetzungen hat, die wir heute in allen drei Gleichnissen bedenken müssen und die uns vielleicht helfen, diesen wirklichen Auftrag, der in diesen Gleichnissen liegt, und auch den Trost für unser eigenes Leben zu erfahren. In allen drei Gleichnissen gibt es so etwas wie eine Trauer. Und bei Lukas, der kehrt es besonders kräftig heraus in seinem ganzen Evangelium, das ist so etwas wie ein roter Faden im Lukas-Evangelium, dass es um die Freude geht. Kommt, freut euch mit mir, sagt die Frau zu ihrem Nachbarn, sagt der, der das verlorene Schaf wiedergefunden hat, sagt der Vater, der ein großes Fest veranstaltet. Das ist das Ziel. Gehen wir zum ersten Punkt, zu der Trauer. Die ist nicht wörtlich thematisiert, aber das eine Schaf, das fehlt, wird doch als Verlust wahrgenommen. Die eine Drachme, die fehlt, wird als Verlust wahrgenommen. Und auch der Vater mit seinem Mitleid, mit dem es ihm, Mitleid ist viel zu schwach, wir wissen das inzwischen schon, dieses Wort kommt mehrmals im Lukas-Evangelium vor. Es fährt ihm ins Gedärm, in die Innereien, es dreht ihm sozusagen alles Innere um, vor Erbarmen, Mitleid, Mitgefühl. Dieser Vater hat sich nur halb gefühlt, ohne seinen Sohn, der davongegangen ist. Er macht ihm keinen Vorwurf. Nicht ein einziger Vorwurf wird hier erhoben. Kein moralischer Zeigefinger, nichts. Der Vater kommentiert das Verhalten gar nicht. Aber seine Gefühle sind da. Trauer. Wie ist das bei uns? Natürlich kann man schnell sagen, wir müssen an die Ränder gehen. Aber gibt es eine wirkliche Trauer? Über jeden und jede, der etwa nicht mehr zur Kirche kommt? Der oder die sich stillschweigend von der Kirche oder von der Gemeinde verabschiedet und klammheimlich oder mit großem öffentlichen Radau zum Amtsgericht geht und als großen Befreiungsakt seinen Austritt aus der Kirche verkündet? Gibt es auf unserer Seite, liebe Schwestern und Brüder, eine wirkliche Trauer, dass uns das in die Innereien fährt? Schmerzt, dass wir diesen Verlust empfinden. Oder sagen wir, einer weniger. Ja. Wir hören manchmal in kirchenamtlichen Stellungnahmen, ja, wir sollten bedenken, das sind natürlich weniger Kirchensteuereinnahmen. Das ist aber nicht gemeint hier im Evangelium, weil das Evangelium kennt die Kirchensteuer Gott sei Dank nicht. Also das, die Dollarzeichen in den Augen sollten uns nicht bewegen, irgendein Bedauern auszudrücken, sondern ein zutiefst
inneres Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich lasse in einem Kommentar die schöne Überschrift: 99 sind eben nicht genug. Es geht darum, dass es 100 sind und nicht 99. Man kann ja auch sagen, naja, ein bisschen Schwund ist immer. Das ist eine alte Lebensweise. Aber das gilt nicht für das Evangelium. Das Evangelium meint und will alle. Das wird in diesen Gleichnissen ganz deutlich. Es geht um das Allumfassende, das heißt übrigens katholisch. Und hier, genau hier, liegt auch das, worüber wir heute oft streiten, der Missionsauftrag der Kirche. Das sind nicht Hochglanzbroschüren, das sind nicht Lautsprecherwagen, die durch die Stadt fahren und sagen, Jesus liebt dich und werdet alle katholisch. Nein. Der Missionsauftrag der Kirche liegt zuallererst begründet darin, dass wir zunächst einmal traurig sind und betroffen sind über die, die nicht mehr kommen, die wegbleiben, aus welchem Grund auch immer. Und dass die Mission darin besteht, in der Art und Weise, wie wir denen nachgehen, wie wir ihnen nachtrauen, wie wir vielleicht nach ihnen fragen, wie wir sie vielleicht suchen, sie vielleicht einmal ansprechen, am Arbeitsplatz, in der Familie. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Und natürlich setzen wir uns dem aus, dass dann zunächst einmal diese ganze Schrottlawine von medialer Kirchenhistorie, die aufbereitet wird, wir sind dann verantwortlich für die Kreuzzüge und wir haben jede Hexe verbrannt. Das ist vollkommen klar. Das kommt, darauf müssen wir eingestellt sein. Aber wir müssen durch diesen Schrott durch. Wir müssen uns sozusagen durch diesen Kompost durcharbeiten, durch diese stinkende Schlange. Das heißt nicht, war ich ja damals dabei. Oder die anderen waren auch nicht besser. Das sind Argumente, die irgendwie nicht ziehen. Vielleicht in einer persönlichen Auseinandersetzung müssen wir es einfach einmal zugestehen, damit wir zu den wichtigeren Punkten kommen. Denn wie viele schieben diese Lawine vor sich her als faule Ausrede? Und doch kommen sie in ihrem Leben an Punkte, wo sie nach Gott fragen. Oder vielleicht noch nicht einmal in der Lage sind, nach Gott zu fragen, aber wo es große Fragezeichen gibt. Wer hilft ihnen? Wer ist zur Stelle, wenn wir es nicht tun? Zur Stelle sind dann irgendwelche Lebensberatungsfirmen, denen es wieder um die Dollarzeichen geht. Keine Frage. Da geht es ums Geld verdienen. Und da geht man zum Kartenlegen oder schaut in die Glaskugel oder befragt die Stelle. Geschenk. Das ist die Suche nach dem Verlorenen. Und das stellt schwierige Fragen, auch wenn Menschen fremder Religion in unser Land kommen und uns fragen, wie lebt ihr denn als Christen? Das Missionszeugnis, liebe Schwestern und Brüder, ist unsere Lebensweise. Das Missionszeugnis, das missionarische Zeugnis anderen gegenüber, sie zu gewinnen, damit sie alle werden. 99 sind nicht genug, es müssen 100 sein. Das gilt immer, nicht nur in einer netten Geschichte. Das ist ein Anspruch, den Christus selber erhebt hier im Evangelium. Aber es liegt an uns. Es reicht nicht, gedruckte Flyer jemandem in die Hand zu geben, auch nicht den Katechismus in die Hand zu drücken für die Anspruchsvollen. Die Menschen fragen nach uns, sie lesen es an uns ab, wie wir leben, was wir glauben und ob wir glauben und ob dieser Glaube irgendeine Auswirkung hat auf unseren Alltag, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir unser Leben gestalten, wie wir in der Familie miteinander leben. Das sind die Inhaltsverzeichnisse eines missionarischen Auftrags. Und dann kann der nächste Schritt kommen. Und das geschieht auch. Wir sehen das oft zu wenig. Wir sind im Moment in unseren Breiten leider Gottes darauf fixiert, immer zu sehen, dass es weniger wird. Ich kenne das von mir. Ich gestehe, auch ich schaue sonntags morgens in die Reihen und schätze ab, wie ist es an diesem Sonntag. Das ist niemandem ganz fern. Und doch, wenn mir das ein oder andere Gesicht fehlt, denke ich darüber nach, wie kann ich denn den oder die erreichen? Muss ich vielleicht einmal nachfragen, wie es denn geht oder ob mir etwas vorgefallen ist, jetzt schon 2 Monate nicht gesehen.
Und dann entdeckt man dieses Gesicht wieder oder ein neues Gesicht in unseren Reihen. Es ist ein Grund zur Freude. Vielfach erleben wir das auch in sehr etablierten Gemeinden, siehe der ältere Sohn. Da ist das unangenehm. Wollen die denn jetzt? Die haben doch bisher nicht gesehen, gehören gar nicht dazu. Oder sitzen auf meinem Platz. Gott behüte. Das ist sozusagen der Kriegszustand. Da kommt jemand neu und setzt sich auf eines anderen Platz, wo man sonst immer sitzt. Das ist natürlich, das steht außer Diskussion, das Schluss. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir sollten uns freuen. Wir sollen sagen, wunderbar, dass du da bist oder dass sie da sind. Sie können sich von mir auf meinen Platz querlegen, wenn sie wollen. Das gehört sich in der Kirche nicht, ich weiß. Ja. Aber es gibt noch genug andere. Wenn wir an den Zustand kommen, dass es so eng wird, dass wir Stühle aufstellen müssen, dann beraten wir noch einmal. Aber dass es um die Freude geht als Ziel, dass Menschen zu Christus gefunden haben, dass wir in diesem Sinn, nicht im moralischen Sinn, voller, vollkommen werden, das liegt heute im Evangelium begründet. Und das sollten wir mitnehmen. Mit in unsere Woche und den Menschen, die wir begegnen und die wir durchaus einmal abchecken können. Na, ist der oder die vielleicht auch verloren gegangen? Weil niemand nach ihm oder nach ihr fragt. Ist jemand traurig darüber? Oder freut sich darüber, wenn jemand wieder sich auf den Weg macht und kommt? Und schließlich dürfen wir das auch ganz persönlich für uns selber sehen, die wir selber ja oft genug verloren sind. Oder zumindest so ein paar Abzweigungen. Wir denken dann oft, das sind Abkürzungen, aber meistens sind es Sackgassen, in die wir uns verlaufen. Wenn wir diese Trauer und die Freude als Ziel haben, die Trauer auf dem Weg zur Freude, die wir nicht einfach überspringen dürfen, nicht auslassen dürfen, dann verstehen wir neu, dann geht uns dieses Wort des Evangeliums und die Klammer des Ambrosius neu auf. Wir werden durch ein dreifaches Heilmittel aufgerufen, unsere Sünden zu heilen. Christus trägt dich als Hirt mit seinem Leib. Die Kirche sucht dich als Mutter. Und Gott nimmt dich auf als Vater.